Wir bleiben alle mittendrin statt außen vor. So das Motto einer Protestdemo in Mitte gegen Sozialkürzung, Schließung von Einrichtungen und Mietererhöhung. 30 verschiedene Initiativen hatten dazu aufgerufen, mitzumachen und Krach zu schlagen. Darunter auch die inzwischen wohl berühmtesten Berliner Senioren. Die Hausbesetzer aus der Stillen Straße in Pankow führen die Krachdemo an. Seit mehr als 2 Monaten halten sie ihren Seniorentreff besetzt. Und offenbar macht ihr Beispiel Schule. Auffällig viele Rentner sind unter den rund 500 Demonstranten. Darunter auch die Palisadenpanther aus der Friedrichshainer Palisadenstraße. Nachdem der soziale Wohnungsbau nicht mehr gefördert wird, steigen ihre Mieten. Wir müssen neuerdings auch mit demonstrieren. Man hat uns die Miete auf 12 Euro erhöhen wollen und das steht also vor uns. Von 6 auf 12 Euro die Miete, das verkraftet bei uns keiner. Die Demo führt vom U-Bahnhof Eberswalder Straße vorbei an gekündigten Projekten. Darunter das Jugendkulturzentrum Kirche von unten in der Kremner Straße. Zu DDR-Zeiten trafen sich hier oppositionelle Gruppen. Seither ein anerkanntes Zentrum, für das sich auch die BVV Pankow einsetzt. Doch der Investor will die Arkona-Höfe sanieren und verkaufen. Mit dem Verein kommuniziert er nicht. Ich habe nun wirklich ein bisschen Angst, dass wir die DDR also überlebt haben, da am Untergang auch ordentlich mit beigetragen haben, aber dass wir uns gegen die Investoren nicht so wehren können, dass wir dabei auch überleben können. Ums Überleben geht es auch bei der Familie Gülboll. Sie muss ihre Wohnung in der Lausitzer Straße in Kreuzberg verlassen. Bei uns ist das Problem, dass wir jetzt zwangsgeräumt werden. Und das ziemlich ungerechtfertigt. Ich wohne in diesem Haus seit 35 Jahren und jetzt soll ich mit meiner Familie das Haus verlassen, damit der Vermieter ein paar hundert Euro mehr bekommt. Und das ist ungerecht. Migranten, Hausbesetzer und Rentner kämpfen gemeinsam für bezahlbaren Wohnraum. Doch alle werden sicherlich nicht bleiben können.